Haben Sie auch mit ausländischen Kollegen zusammengearbeitet? Und wenn ja, woher kamen die? Oder war das eher Untertage oder? Ja, Untertage waren mehr, bedeutend mehr. Wir waren im Anfang, hatten wir hier einzeln auch Mitarbeiter, die aus dem Ausland kamen, aber meistens also aus Italien, Spanien, Portugal und Westafrika, Tunesien, Marokko, Algerien. Ja? Das waren so Vereinzelte. Dann waren Firmen hier, die hatten auch vereinzelte Fachleute dabei, aber auch ausländische. Mehr Mitarbeiter aus dem Ausland, das heißt Türken und so weiter, türkische Mitarbeiter, die kamen so nach Stilllegung im Dortmunder Raum. Wie in Das war Dortmund, wann? ja, das war so 1900, jetzt muss ich überlegen, 80 rum. 1980, wo Minister Stein stillgelegt worden ist, Kaiserstuhl I und so weiter, Kaiserstuhl II. Da kamen dann Mitarbeiter aus Dortmunder Raum. Es kam auch hier und da vereinzelt, aber ganz wenige woanders auch her. Aber die fielen nie auf. Aus Dortmunder Raum, da war eine größere Anzahl. Also wir haben mit unseren, was ich mit zu tun hatte, keine großen Probleme. Ich kenne wohl von anderen Schichtkollegen, die auf der schwarzen Seite mit Mitarbeitern zu tun hatten, da gab es Sprachschwierigkeiten. Warum auch immer, bei uns in der weißen Seite, wir hatten hier auch junge türkische Mitarbeiter, da waren keine Sprachprobleme. Mit den Älteren und so weiter, die da drüben gearbeitet haben, da gab es hier und da mal Sprachschwierigkeiten. Da Aber sie mussten wurden wir. voll integriert, Ja, das quasi. ja. Ja, also da hatten wir keine Probleme mit.